Guten Morgen, ich hoffe, ihr hört mich. Im Hintergrund ist die Spülmaschine an. Ich wollte euch mal zeigen, ich habe meine Herbst- und Halloween-Kiste rausgeholt. Und da habe ich diese Deckchen drin, die ich genäht habe. Ich glaube schon vor 2 Jahren sogar, ich weiß gar nicht. Und tatsächlich finde ich, das ist das Schönste oder wirklich mit das Schönste, was ich bis jetzt genäht habe. Die sind so hübsch geworden hier. Dieses. Und dann entweder lege ich immer das hier drauf, ich zeige es euch dann mal, wenn ich es auf dem Esstisch habe, oder ich mache es extra. Die sind einfach zu hübsch. Und dann kommt zum Vorschein mein Halloween-Quilt. Den hänge ich jetzt noch nicht auf, aber bald mein Herbstkissen. Und dann habe ich hier noch so einen Türkranz, den ich selbst gemacht habe. Also wenn ich alles hindekoriert habe, zeige ich euch das mal. Mein Herbstdeko. Ach, ich freue mich. Ich liebe diese Jahreszeit. Ja? Verstifft und so. Hier ist meine erste kleine Herbstecke. Hier habe ich so eine Kerze von Ikea. Da hatte ich auch mal so ein silbernes Teil, wo man das reinstellen kann. Aber das hat mir meinen Zweck entfremdet und zum Schreibtisch bauen benutzt. Jetzt brauche ich irgendwie Neues. Kleiner Kürbis und den Blumenstrauß, den ich noch hatte. Hier hängt schon was runter. So, also ich habe sie jetzt mal übereinander gelegt und ich finde, das sieht super aus. Also diese Stoffkombination ist einfach zauberhaft. Also da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen, habe ich sehr schön ausgesucht. Auch hier bei dem unteren passt einfach sehr gut. Also das ist meine Herbst-Esstisch-Deko. Falls ihr euch fragt, was das da hinten ist, das sind so Zugluftstopper. Wir haben so ganz alte Fenster hier, ja, da zieht es immer ein bisschen durch. Und die hatte ich auch einfach mal genäht. Und die liegen dann immer da, das macht es einfach ein bisschen gemütlicher noch und zieht nicht so. Ja, erste Ecke. Schaut mal, ich habe mir so eine Zeitung gekauft. Patchwork, das Magazin. Nummer 6. Oh, guck mal, das ist ja hübsch. Vielleicht mache ich mal sowas, wenn man es so in einem weihnachtlichen Stoff macht. Ich brauche ja noch so ein Weihnachtsdeckchen. Das habe ich noch nicht genäht. Voll schöne Sachen drin. Das finde ich ja auch toll hier. So Häuschen, aber es ist halt sau aufwendig. Aber irgendwie habe ich Lust, mal sowas Aufwendigeres zu machen. Wirklich mal was nach Plan. Und das mit den Häuschen. Och, das ist auch toll. Hier ist das gefällt mir so gut. Das werde ich mal machen. Interessiert euch das? Wollt ihr das in einem Video sehen, wie ich das mache? Bestimmt. Ich habe auch Lust, so ein Video zu machen. Cool. Auch die Kissen sind super schön, ja. Ich habe ja gesagt, ich will mal hier so für dieses Kissen. Da ist ja das ganze Jahr mein Patchwork-Stern hier, der übrigens, dazu gibt es ein Video zu diesem Patchwork-Stern, das ist bei euch sehr gut angekommen. Das ist, glaube ich, mein meistgeklicktes Video bis jetzt, der Patchwork-Stern. Und da wollte ich eigentlich auch mal eine herbstliche Kissenhülle zumachen. Jetzt sind hier schon Weihnachtssachen drin. Vielleicht finde ich noch ein herbstliches Patchwork-Muster. Ach, schöne Sachen. Das sowas finde ich jetzt nicht ganz so, aber das liegt eher am Stoff. Das ist mir zu geometrisch. Also, naja, ist ja immer geometrisch. Ihr wisst schon, wie ich es meine. So, hier so abstrakt irgendwie mit den Farben. Das gefällt mir nicht so. Ich mag lieber diese alten amerikanischen Farben im Patchwork-Design. Dann haben wir hier noch eine Tasche. Super schöne Sachen in dem Heft hier drin. Nö. Ich habe noch gar nicht ganz durchgeblättert hier. Das ist jetzt eine Live-Blätterei sozusagen. Täschchen, Taschen mache ich ja immer so ein bisschen frei nach. Freinäschen. Ah, hier ist dieser Anleitungsteil. Gucken wir nochmal rein. Hier, sowas gefällt mir besser, ne? Immer so mit diesen etwas gedeckten Farben. Und die Erklärung. Hinten drin. Dann sind ja immer so Verzeichnisse von Märkten und Geschäften. Da ist nie irgendwas in meiner Nähe. Frustriert. Auch schön, ne? Aber auch, also würde ich auch andere Farben nehmen, muss ich sagen. Ach, wie süß. Guck. Wäre auch ein Kissen oder was bestimmt, ne? Das sind hier so Blocks. Oh, jetzt ruft mein Kind.
Und sowas würde ich auch mal machen, hier so gesticktes, ne? Manchmal habe ich auch Bock, mit der Hand zu sticken, als könnte man auch Freihand quilten mit der Maschine. Ne, auf irgendwie so ein, könnte man auch eben Tischläufer draus machen oder sowas. Ist das ein Tischläufer? Das ist nur ein Beispiel hier. Super schön. Das gefällt mir auch. Ich liebe ja diese Zeitschriften. Ich habe aufgehört eigentlich, solche Zeitschriften zu kaufen. Das mache ich wirklich nur noch. Oh, schön. Das mache ich nur noch, wenn mir eine wirklich ganz besonders gut gefällt. Und das ist hier der Fall gewesen. Das hier ist einer der Gründe, warum ich die Zeitschrift gekauft habe. Sehr schön. Weil vieles findet man ja doch auch im Internet und auf Pinterest und so. Das finde ich auch cool, aber ich würde ums Verrecken nicht diese ganzen Knöpfe da dran nehmen, glaube ich. Daran würde das Projekt bei mir scheitern. Oder sind die vielleicht aufgeklebt? Naja, also hier draus werde ich auf jeden Fall mal was nehmen. Schön. Jetzt habe ich auch noch Post gekriegt. Ich habe mir was bestellt. Ja, ich bin wieder, es ist noch nicht Weihnachten und so. Ich möchte nächstes Jahr mal so ein Projekt machen. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich mir diese CD bestellt. Die kam aus Amerika. Forgotten Carols von Michael McLean. Das ist super schön. Das ist wie so ein kleines Weihnachtsmusical. Und da sind hier so ein paar verschiedene Lieder. Das ist total schön. Also wenn es auf Weihnachten zugeht, kann ich euch empfehlen. Das gibt es auch. Da gibt es schöne Videos von so einer Aufführung. Auch bei YouTube. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Schaut euch das mal an, wenn es auf Weihnachten zugeht. Das ist super schön. Ich habe noch was gekauft. Oh, guckt mal, bei Chibo gab es eine Handarbeitsschere. Und ich habe ja nur diese ganz... Oh, ich muss das Babyfon etwas leiser drehen. So, ich habe nur so eine ganz billige hier, so eine... Die war mal in so einem Reisepäckchen-Dingens. Wenn ich hier Faden abschneiden muss, nehme ich ja immer die. Die schneide zwar auch, aber natürlich stylisch ist das nicht, ne? Habe ich mir auch mal so eine schöne gekauft. Mal sehen, wie die geht. Deswegen bin ich aber nicht im Keller. Ich muss noch ein paar T-Shirts ändern. Ich habe ja heute erst so ein Video online gestellt zum Thema Hemden enger machen. Und ja, als ob ich zu viel Zeit habe, mache ich jetzt auch noch ein paar T-Shirts enger. Habe ich hier mit dem Zettel aufgeschrieben. Da ist es nämlich ein bisschen anders. Unterm Arm 1 cm. Und in der Taille etwas enger. Mal sehen, wie ich das mache. Damit beschäftige ich mich jetzt noch kurz. Geht wahrscheinlich schnell. Mache ich nach Gefühl. Bei den Hemden habe ich die ersten 2, 3 gemessen und dann ging es so. Und bei den T-Shirts bin ich jetzt mal gleichmutig. So, ihr Lieben, ich habe es mir jetzt noch ein bisschen gemütlich gemacht. Man sieht gar nichts, gell? Tässchen Tee, Glas Rotwein und habe ein bisschen an meinem neuen Blogpost geschrieben über meinen Tag heute, über die Deko. Und mal schauen, wie weit ich noch dem Video von heute komme. Wenn ihr euch fragt, was da im Hintergrund spricht, es ist das Computerspiel meines Mannes, der spielt den Witcher. Gerade ist er nicht da. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, mal heute so ein Tag, an dem ihr mir ein bisschen folgen konntet. Follow me around, allerdings nur around meiner kreativen Dinge, die ich so gemacht habe heute. Und habt ihr gesehen, was gerade so läuft? Ich habe euch nicht alles gezeigt. Vielleicht habt ihr es gesehen, als wir vorhin im Keller waren. Da liegt ein bisschen was, was meine Blöcke of the Week betrifft. Da habe ich schon mal angefangen, was zu kombinieren. Zeige ich euch auch demnächst. Ja, das ist so ein Sonntag, an dem ich doch immer mal zwischendurch was Schönes machen kann. Und ja, vielleicht machen wir das mal wieder in Zukunft. Und wir sehen uns im nächsten Video. Besucht mich doch mal auf Facebook oder auf Instagram, das würde mir gefallen. Bei Snapchat mache ich im Moment nicht so viel, obwohl ich Snapchat eigentlich wirklich sehr mag, aber da folgt mir kaum einer. Ja, deshalb war ich jetzt doch öfter mal auf Instagram. Aber ich bleibe meinem Snapchat trotzdem treu. Und ja, genug gelabert. Gute Nacht, ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss!